Hey ho und willkommen zurück. Ich bin Kami und das hier ist mein Entry für den Knicks Face Award 2019 in Deutschland. In der Vorrunde dürfen wir uns unser Thema noch selber aussuchen und ich habe mir als Thema Incubus 2077 ausgesucht. Was zur Hölle das ist? Ein Incubus ist ein Dämon, der, ich sag mal, dem Malschlaf nicht ganz abgeneigt ist. Näheres dazu bei Wikipedia. Und 2077 liegt offensichtlich noch weit in der Zukunft. Also dachte ich mir, wie cool wäre das, wenn Dämonen sich in der Zukunft optisch den Menschen anpassen würden. Und genau das habe ich gemacht. Einen futuristischen, geil aussehenden Dämon. Es hat richtig Spaß gemacht, das zu schminken. Ich hoffe, es macht genauso viel Spaß, euch das Video anzugucken. Also, viel Spaß dabei. Ich fange damit an, meine Augenbrauen mit Mastix und einem Einwegwimpernböschen flach anzukleben. Ich benutze NYX Lidschattenpigmente, um meiner Foundation einen einzigartigen bläulich-violetten Pastellton zu geben. Das ist eine weitgehend unbekannte Technik. Benutzt dafür unbedingt eine Full Coverage Foundation. Die beiden Pastell-Lila-Töne aus der NYX Sugar Trip Squad Palette benutze ich gemischt, um meine nicht vorhandenen Wangenknochen zu konturieren. Um mein Gesicht besonders dünn aussehen zu lassen, ziehe ich die Kontur in den Mundwinkeln vorbei bis zum Kinn. Um meine Augen später riesig wirken zu lassen, setze ich meine Transition Shade auf und über die Augenbraue und ziehe sie nach außen Richtung Haarensatz. Beim Konturieren des Oberkörpers ist es immer hilfreich, sich am Schlüsselbein und an der Halsmuskulatur zu orientieren. Als Eyeshadow Base benutze ich heute den NYX Liquid Suede Lippenstift 18. Eine dunkle Base ist super hilfreich, wenn man Smoky Eyes schminkt. Ich benutze das Schwarz aus meiner Custom Inglot Lidschattenpalette. Ich packe die Farbe aufs gesamte Lid und verblende es auf Höhe der Augenbraue. Mystic aus meiner Playful-Palette von Lick & Lash Beauty ist der perfekte kühle Lila-Ton, um das Schwarz mit der Transition Shade zu verbinden. Die Wasserlinie wird mit schwarzem Kajal ausgemalt. Das untere Augenlid wird in derselben Reihenfolge wie das obere Lid geschminkt. Ich habe mir Spikes gekauft, um die Kugeln meiner Shark Bites Piercings auszutauschen. Mein Ohr konturiere ich auch, allerdings nur mit Mystic. Meine Lieblingselfenohren werde ich nun auch mit Foundation grundieren und danach mit Mystique auskonturieren, damit sie zu meinen Ohren passen. Ich benutze kleine, selbstklebende Steinchen, um Piercings in meinen Elfenohren und meinen echten Ohren zu simulieren. Ich zerschneide meine Jack Frost-Perücke, damit ich meine Haare kurz und weiß tragen kann, aber trotzdem noch meinen Undercut behalte. Mit etwas Hautkleber fixiere ich die Elfenohren an meinen Ohren. Hörner aus dem Karnevalsladen schneide ich erst auf die richtige Länge zurecht, glätte sie dann mit einem Dremel und zum Schluss lackiere ich sie nochmal mit meiner Airbrush-Pistole komplett schwarz. Ich benutze Prose8, einen sehr starken Hautkleber, um die Hörner an meine Stirn zu kleben. Ich benutze meinen All-Time-Favorite NYX Glitzerkleber und tupfe ihn auf meinen neu modellierten Wangenknochen, damit der lose Glitzer als Highlighter dienen kann. Ich highlighte auch meine Lippen, weil das meine absolute Lieblingsstelle für Highlighter ist. Nasenrücken und über der Augenbraue darf natürlich auch nicht fehlen. Damit machen wir die Illusion eines schmalen Gesichts perfekt. Als nächstes schneide ich aus holographischer Pappe ein Leviathan-Kreuz aus. Das ist eines meiner absoluten Lieblingssymbole. Mit Mystic konturiere ich das Kreuz und verstärke die vorhandenen Konturen. Als Kontaktlinsen benutze ich von Funny Lens die Violet Rinnegan. Dies sind Sclera-Linsen, den Look perfekt abrunden. Jetzt fangen wir an mit dem Highlight des Looks, und zwar den Paper Lashes. Dafür unterteilt ihr euch ein Stück holographisches Papier in Segmente, zeichnet die einzelnen Wimpern auf und schneidet diese aus. Für einfaches Arbeiten bauen wir uns jetzt ein Lash Mount aus einer alten Wimpernverpackung. Darauf kleben wir sehr dichte Wimpern, die in der Lage sind, die einzelnen Strahlen gut zu halten. Formt die Wimpern mit euren Fingern in eine schöne runde Form und macht einen kleinen Knick unten am Ansatz, an denen ihr nachher den Kleber auftragt und es damit gut mit den künstlichen Wimpern verbinden könnt. Als Kleber nehmt ihr Wimpernkleber oder Bonding Glue. Bei der Anordnung der Wimpern könnt ihr kreativ sein. Für meinen Look ist es wichtig, dass in der Mitte eine große dominante Wimper ist, die von kürzeren, aber unterschiedlich langen anderen Wimpern umringt ist. Vor dem nächsten Schritt ist es wichtig, die Wimpern komplett durchtrocknen zu lassen. Danach könnt ihr sie vom Mount entfernen und weil wir holographische Wimpern haben, verdecken wir die komplette schwarze Wimper unter Wimpernkleber und tunken sie in holographischen Glitter, um die Übergänge zu verstecken. Ich airbrushe die Rückseite meiner Wimpern mit schwarzer Acrylfarbe, ihr könnt sie aber auch einfach mit einem Stift oder einem Pinsel anmalen. Wie ihr seht, habe ich drei Paar Wimpern pro Auge gebastelt, und zwar ein riesiges Paar für den Browbone, ein Paar für die eigentliche Lashline und ein dreidimensionelles Paar als Lower Lashes. Als Kleber benutze ich wieder Prose8. Besucht mein Instagram, um all meine Arbeiten bewundern zu können. Und jetzt sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.